Ich bin die Laura. Ich bin die Carlotta. Wir lernen, wie wir uns in der Schule verhalten sollen. Die Kinder lernen in erster Linie, ihre Sicherheit zu stärken, das Selbstbewusstsein aufzubauen, um dann, wenn sie aus dem behüteten Raum des Kindergartens in die Schule kommen, da nicht schnell mal in so eine Opferrolle zu kommen. Denn die können durchaus mal mit älteren oder auch aggressiveren Kindern zusammenstoßen. Wenn jetzt die großen Jungs oder die großen Mädchen kommen und die wollen euch Angst machen, was könnten ihr denn da machen? Fest in die Augen schauen. Ach, fest in die Augen, nicht im Boden schauen. Sonst ist mal ein Angsthase. Der Tigerhase ist eine Symbolfigur. Es beginnt mit diesem Angsthasen, stellvertretend ein junges Kind, ein junges Schulkind, der im Laufe des Kurses immer stärker wird und am Schluss kein Angsthase mehr ist, sondern die Stärke von dem Tiger übernimmt. So wird auch das Schulkind stark und kann sich entsprechend zur Wehr setzen. Bei den Tigerhasenkursen handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt. Die Kindergärten stellen die Räume zur Verfügung, begeistern im Vorfeld schon die Kinder von dem Thema, kreativ geht Kornhaus, bei denen Herr Kornhaus mit seinen Söhnen selbst die Kurse gestaltet, die Kinder mitreißen kann und unsere Sparkassenstiftung Zukunft als Förderer, die den Kindern, den Kindergärten diese Kurse ermöglichen. Gerade der Umgang im sozialen Bereich, das ist mit die Aufgabe vom Tigerhase. Und da bin ich auch sehr froh, hier diesen starken Partner, Stiftung Sparkasse für den Landkreis Rosenheim, gefunden zu haben. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn wir das auch in der Zukunft so fortführen können. Wer seid ihr? Tigerhase! Seid ihr